Jetzt geht es um die Medium-Routen. Also jetzt hier zwei Modelle. Die sind beide günstiger als die leichten Modelle, die ich hier habe. Die sind so eben um die 300-400 kosten die. Und sind eigentlich nicht für den Bach gedacht, sondern eher zum Jiggen oder so, Angeln am See oder am Fluss auf Barsche. Und die zwei sind günstiger, die Abu Garcia Villain 2 bis 20 Gramm und die Hardy Rice Evolution, die ist so um die 200 Euro und die ist so um die 250. Und das ist die etwas feinere, 3 bis 14 Gramm angeschrieben, die andere mit 5 bis 20 Gramm. Ich nehme jetzt zuerst mal die Evolution. Hier habe ich jetzt eben diese etwas günstigere Shimano Ultegra 1000 drauf. Die ist sehr gut, hat eben eine geflochtene Schnur. Wenn ich mal wirklich mit etwas mehr Dampf angeln möchte und mal einen Hänger besser lösen möchte, nehme ich da schon eine 12er geflochtene. Da ist die eben drauf. Und die Rute ist für die bis 14 Gramm recht straff. Sie hat eine Länge von ungefähr ja, so 1,95 ungefähr. Ich bin jetzt 1,80. Bis hier kommt die Route, die hat so 1,95, es ist etwas kürzer als die 70er eben. Die ist angeschrieben mit ES 652 ml, eben die 65 ist für die Länge und die ist hier 70, deshalb die etwas kürzer. Und wenn ich hier die Spitze gegen oben halte, ungefähr so wäre ein kleiner Spinner. So ein wirklich großer Körper beim Twitchen. Die Aktion recht straff, ist zuerst ein bisschen weich, entspannt, aber dann wird sie wirklich straff. Ist auch eher eine Spitzenaktion, die Evolution haben alle eher eine Spitzenaktion. Sieht man Ringe auch von Fuji, aber nicht Einsteg, sondern, also ja, schon Einsteg, aber zwei Seiten. Auch schöne, feine, kleine Ringe, sind aber doppelt so groß wie die von den Tikt, wie man hier sehen kann. Da kann man auch einen größeren Knoten ohne Bedenken hindurch angeln. Von dem her kann man auch mal ein dickeres Vorfahren dieser Route verwenden. Auch hier die Balance anschauen. Ich sitze jetzt hier drauf. Ich halte die Route meistens eh vorne oder zwischen dem ganz vorne oder zwischen dem kleinen Finger, damit ich den Zeigefinger immer auf dem Blank habe. Und für diese Aufteilung ist sie ideal aufgeteilt, also vom Gewicht her. Mit dieser Rolle eben, die hat so ungefähr 200 Gramm. Hat kein Kontergewicht diese Route, haben nicht alle. Auch schön angezogen, schön zusammengesteckt. Und welchen Test ich auch immer noch mache, wenn ich eine Route kaufe, ich schlage sie hier gegen meine untere Hand, so kurz, und schaue, wie lang wippt die Rutenspitze nach, bis sie fast gerade ist. Also, tack, und sie ist gerade. Tack, und sie ist gerade. So kann man schauen, wie schnell die Route ist. Das ist so ein einfacher Test, den ich mache. Ich mache das nach vorne, hoffe man sieht es. Ja, man sieht es. Eben, mit dem kann man auch schauen, wie schnell ist die Route, wie schnell ist die Rückstellkraft. Und die ist wirklich straff. Bis 14 Gramm kann man sie absolut angeln, so mit 10, 12 finde ich läuft sie ideal. Mit etwas größeren Wobbeln, eben so den sinkenden Heavyweight Ilex Squad Minnow. Oder auch den größten Squirrel, die kann man damit angeln. Und jetzt hier, die Villian ist mit 40 Tonnen Graphit angeschrieben. Die hat auch kein Kontergewicht. Ich habe jetzt hier ein Doppeljig-System dran. Das verwende ich öfters mal bei uns am See. Ist auch eher zum Barschangeln. Auf Forelle kann man auch mit einem Jig angeln, das Problem ist, ich würde es nur da machen, was wirklich tief ist und wo man nicht so viele Hänger hat, weil in einem Bach hat es schon viel Totholz. Deshalb Jiggen geht, aber eher schwierig im Bach, finde ich. Ich öffne jetzt auch mal die Rolle. Es ist eine Pflüger Patriarch. Gibt es jetzt noch in Aktion bei Mickey's Tackle wie 140 Franken, hat normalerweise 250 gekostet. Habe ich gebraucht von jemandem gekauft für irgendwie 50 Franken. Und die läuft noch ideal, sogar noch mit der Schnur drauf, ist auch so eine 12er geflochtene. Mit der kann man ideal angeln, habe sie auch schon verwendet zum leichten Hechtangeln. Weil wenn man schaut, die ist wirklich straff, also das war ein kleiner Spinner. Das wäre ein härterer Twitch.
Und sie ist wirklich straff, die bis 20 Gramm, vielleicht eher bis 25, 30. Ich zeige die Aktion hier auch mit der Schnur. Man sieht, es ist nicht nur die Spitze, es ist eher semi-parabolisch. Also es geht wirklich bis hier in die Verbindung rein. Aber es hat wirklich Dampf. Mit der kann man auch gut eine 50er Forelle grillen. Das verträgt sie gut. Die Ringe sind noch ein bisschen größer als bei der Evolution. Also eher normale Ringe von der Dicke her. Sind aber trotzdem fein. Schöne, feine Ringe, aber stabil. Die halten einiges aus. Kann man auch gut mal zum Hechthangeln verwenden. Eben die William 2 Next Generation. 5 bis 20 Gramm, 2,13 Meter lang. Finde die ideal für etwas größere Köder oder auch große Spinner, wenn ihr jetzt eben eher große Forellen zu erwarten habt, mal sicher so etwas, da kann man sich schnell landen, da müssen sie, da sind sie nicht so viel Stress ausgesetzt. Mit einer guten Rolle und Bremse funktioniert das ideal. Die Pflugger, was hat die, ist auch so ungefähr eine 2000er. Ja, 9530, das heißt eher eine 3000er, aber ich finde die Größe eher so wie eine 2000er Daiwa. Jetzt im Vergleich sind sehr ähnlich, sind auch interessante Rollen, haben auch einen dicken Bügel. Finde die gut eben und für so einen schmalen Tarif 50 Franken gebraucht. Läuft nicht mehr perfekt wie am ersten Tag, aber auch ich schlage gerne zu bei Gebrauchtwaren. Da kann man richtig gute Schnäppchen finden. Und ich habe einfach zugeschlagen. Kann ich jedem empfehlen, da sich mal umzuschauen. Man kann natürlich auch reinfallen, aber ja, ich habe jetzt Glück gehabt. Auch hier Steckverbindung, schön. Das sind eigentlich schon die hochwertigen Steckverbindungen, also lackierte Blank, matte Steckverbindung und danach wieder der lackierte Blank. Und den Blank steckt man auf den unteren Teil der Rute, drückt das Ganze fest, hat noch genügend Raum, um sich gut zu verbinden, weil manchmal mit der Zeit wird das immer etwas kürzer, weil es Abrieb gibt. Von dem her funktioniert das gut. Was noch helfen kann, wenn die Steckverbindung nicht so gut zusammensitzt, würde ich mit einem Bleistift mehrmals so drumherum gehen. Das macht etwas Graphit drauf und dadurch schmirgelt es ein bisschen besser und füllt auch die Zwischenräume aus und so verbindet sich dann die Route am besten. Es gibt auch Leute, die machen Wachs drauf, habe ich auch mal gemacht. Das Problem bei Wachs ist, das kann sein, dass sie mit der Zeit immer wie schneller abfällt, weil das Wachs natürlich ein Schmiermittel ist sozusagen. Deshalb, wenn ihr das machen möchtet, nur mit einem Bleistift, das reicht. Probiert es mal aus, wenn ihr eine Route habt, die nicht so gut zusammensitzt, mit dem Bleistift ein paar Mal drüber. Das wirkt manchmal richtige Wunder. Auch hier wieder die Gummis drumherum. Jetzt ist hier noch eine Öse, wo man den Köder fixieren kann. Haben die anderen Route alle nicht. Also die Hardy Rays und Tikt haben das fast nicht. Also die neue Predator 3, die hat das, aber die ist eher zum Hechtangeln. Auch hier. Bügel nach oben und so kann man sie am besten transportieren. Ich stecke sie meistens zwischen Fahrersitz und Rücksitz rein, unten. Da können sie nicht rumfliegen, sie sind zusammen, da kann nichts brechen. So transportiere ich die am sichersten. Man kann sie natürlich auch in eine Routentasche legen oder auch ganz in das Auto. Aber ja, wenn man dann mal etwas stärker bremsen muss, weil ein Reh über die Straße rennt oder so, wäre es schade um solche schönen Routen. Deshalb mache ich so, dass ich sie wirklich zwischen den beiden Sitzen einstecke. Das wären meine zwei liebsten Medium-Routen oder eher sogar etwas härtere Routen, Medium MH, M in diesem Bereich. Wenn ich eben auf größere Forellen aus will, mit größeren Ködern in tieferen, größeren Gewässern, kann man die verwenden. Aber es reicht eigentlich vollkommen aus, wenn man etwas bis so 10, 12, 15 Gramm angelt. Wenn es nur genügend straff ist, dann kann man die meisten Köder gut damit animieren. Von dem her, eben mit der würde ich jetzt nicht unbedingt den 12 Gramm sinkenden Wobbler animieren. Es geht zwar, aber es ist nicht mehr so schön. Die Bewegung von der Route geht nicht wirklich zum Köder rüber. Deshalb bei größeren Ködern, so ab 8 Gramm mit etwas mehr Widerstand, wie bei den Tauchschaufeln oder größeren Spinnenblättern, würde ich eher eine Medium-Route nehmen bis 15, 20 Gramm. Da bist du am besten bedient damit. Da wirst du schöne Führungen durchführen können und wenn du mal einen Fisch dran hast, musst du dir nicht Sorgen machen, dass da etwas passiert. Kannst auch etwas dickere Vorweg verwenden und dickere Schnüre, ja, dann bist du auf der sicheren Seite. Halt nicht ideal dann für die kleinen Köder, aber für die größeren. Da muss man sich halt etwas entscheiden. Es gibt natürlich auch eierlegende Wollmilchsäue, aber die sind eben meistens
zu weich oder zu straff. Wenn ich eine wählen müsste, würde ich die Evo nehmen, bis 14 Gramm. Mit der kann man noch gerade so 3-4 Gramm Wobbler animieren. Und ja, eben so 12-14 Gramm geht auf jeden Fall auch noch. Von dem her, die würde gehen. Aber ich finde sie eben auch zu straff für die kleinen Wobbler, so um die 4, 5, 6 Gramm. Es geht zwar, aber ich finde sie trotzdem noch zu straff. Deshalb verwende ich meistens leichtere, weil ja. Hab's ausprobiert, hab die oft am kleinen Bach dabei gehabt und bin dann doch wieder zu den feineren Routen übergegangen. Eben, welche Route man jetzt wählt, liegt auch etwas am eigenen Geschmack, am Gewässer, an den Fischen. Probieren sich anzupassen, wenn du keine Ahnung hast, wie es bei dir aussieht und du erst anfängst. Probier es einfach aus, wenn du jetzt 5 große Fische verlierst, weil die Route zu weich ist, nimm eher eine etwas steifere. Und wenn du jetzt viele kleine fängst und sie verlierst oder sie zu stark verletzt, zu stark drillst, keinen Spaß dabei hast, dann nimm eher eine leichtere. Das musst du selber etwas herausfinden. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Das wäre das Wichtigste zu den Routen.